großer Andrang herrschte im DAS-Kino zum Vortrag UFOs, das größte Geheimnis der Menschheit. Geladen war der Koordinator von Exopolitik Deutschland, Robert Fleischer. Die Exopolitik-Bewegung geht von der Existenz außerirdischer Besucher auf der Erde aus. Diese Tatsache soll in das bestehende politische und gesellschaftliche Gefüge der Erde eingepasst werden. Die Überzeugung, dass wir von hochintelligenten, weit entwickelten Spezies hier auf unserem Planeten besucht werden, hat nichts mit Glauben zu tun, sondern gründet sich auf Geheimdienstdokumenten, auf Augenzeugenberichten, auf Kenntnissen von Insidern aus Regierung, aus Politik, aus Geheimdiensten, aus Militärs. Fleischer ist bei seinem Vortrag um Seriosität bemüht. Verschiedene Dokumente von Regierungsstellen werden gezeigt. Radarkarten und Polizeiberichte sollen die Existenz von UFOs belegen. Dazu kommen noch Aussagen von ehemaligen Politikern, ranghohen Militärs und Astronauten. Der Tenor, die Existenz von außerirdischen Besuchern ist eine Tatsache, die von Politik, Medien und Wissenschaft vertuscht wird. Zwei amerikanische Politikwissenschaftler haben im letzten Jahr dazu ein Fachpaper veröffentlicht in einer Fachzeitschrift und kommen zu dem Schluss, dass Regierungen sich gar nicht mit dem UFO-Phänomen ernsthaft auseinandersetzen können, weil sie dann auf dem Ast sägen würden, auf dem sie sitzen, da sie sich die Legitimation ihrer Regierungsführung selber berauben würden. Nach dem Vortrag gab es noch eine Diskussionsrunde, bei der verschiedene UFO-Erlebnisse ausgetauscht und Theorien über Außerirdische besprochen wurden. Es war am 23. Mai heuer, so 10 Uhr vormittags, ist ein mir unbekanntes Flugobjekt bei uns fast vor der Haustür vorbeigeflogen, ist also so im Abstand von rund 400 Meter. Über den Wald von Südwest bis also in Richtung Nordost. Die können sich jemanden zeigen und wenn da, sagen wir, es landet eines mitten da in diesem Raum, die können ja Wände durchdringen, wenn sie wollen. Und die würden es locker schaffen, sich nur einem zu zeigen, voll und ganz, und alle anderen kriegen gar nichts mit. Das ist für die ein Kinderspiel. Ne? Im Publikum waren neben versierten Kennern der extraterrestrischen Szene auch einige UFO-Neulinge anzutreffen. Mein Sohn, der wollte gehen und der hat keine Zeit gehabt. Jetzt habe ich gesagt, ja gut, ich höre mir das jetzt einmal an, das ist sehr interessant. Ich bin ganz am Anfang eigentlich. Das ist eigentlich der Grund, mich fasziniert sehr. Naja, ich beschäftige mich schon lange mit Kornkreisen und dass außerirdische Intelligenzen da sein müssen, das ist für mich schon seit meiner Jugendzeit eigentlich eine Klarheit, weil es ist ja pervers, Menschheit in diesem riesen Universum sich vorzustellen und zu glauben, wir sind die Einzigen hier. Ich beschäftige mich schon seit ganz, ganz vielen Jahren und ich war schon bei UFO-Kongressen vor 20 Jahren in Deutschland. Ich habe mich so gefreut, dass jetzt in Salzburg einmal das Licht aufgeht oder zumindest einmal die Tür dafür auch geöffnet wird. Mir ist es ziemlich klar, dass das alles real ist und keine Illusion, also diese Außerirdischen. Und ich darf mich freuen drauf, wenn wir zu dem Kontakt kommen. Veranstalter Siegfried Drehbuch blickt auf einen gelungenen Abend zurück. Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Abend. Ich bin positiv überrascht von dem großen Publikumsinteresse. Wir waren ausverkauft und das ist ein gutes Zeichen, weil die Leute wachen auf und die Leute denken nach. Die Leute horchen nicht mehr nur auf das, was sie aus den Massenmedien erfahren, sondern sie denken selber und informieren sich selber. Und deswegen bin ich sehr, sehr positiv dem heutigen Vortrag gegenüber eingestellt. Ja. Anfang Oktober wird es dann die nächste Veranstaltung rund um das UFO-Thema geben. Da werden dann die Kornkreise näher beleuchtet. Über den Inhalt lässt sich streiten, das Interesse an derartigen Veranstaltungen ist jedenfalls recht groß.